Fantastic. Guten Tag und willkommen zu einer Sondersendung Let's Play Clash of Clans. Da steht man morgens auf und hat eine Nachricht auf dem Handy im Facebook Messenger vom guten alten Kira und der hat mir gesagt, es gibt ein paar Easter Eggs in Clash of Clans. Hat mir sofort ein Video dabei geschickt, ein YouTube-Video vom guten alten, von meinem Lieblings-Let's Player im Bereich Clash, von Play Clash of Clans von Chief Pat. Er hatte das wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob er es rausgefunden hat oder ob ihm Supercell das gesagt hat. Es gibt in der Einzelspielermission, gibt es Easter Eggs. Ich verlinke euch natürlich sein Video auch hier drunter, ist ja selbstverständlich, wenn er das schon, wenn ihm schon aufgefallen ist. Klar, ich will es euch natürlich trotzdem mal zeigen. Also, es gibt drei Easter Eggs. Easter Egg 1 ist im Kobold-Picknick. Kobold-Picknick, das werden wir jetzt mal sehen, was da passiert. Ich hoffe mal, man kann es auch noch mal zweimal auslösen. Hier unten sehen wir das. Die Pekka-Statue. Statue mit Level 10 Mauern. Und es gibt auch sogar noch, was ich auch geil finde, das ist mir aber gerade in diesem Moment erst aufgefallen, es gibt wieder Loot. Ich habe ja überall drei Sterne geholt und es gibt trotzdem wieder Loot. Hier sehen wir es nämlich 170.000. Das gab es vorher nicht. Und die Gebäude wurden auch ein bisschen neu gemacht. Hier, wir sehen, dass das Dörfchen wurde ein bisschen neu gemacht. Und hier ist die Pekka-Statue. Und was passiert jetzt mit der Pekka-Statue? Man nimmt einen Jumpspell, drischt ihn drauf, lässt ein paar Barbaren drüber laufen oder sonstige Truppen. Und was passiert dann? Der Center-Strike oder der Center-Schlag. Der Weihnachtsmann kommt von oben gefahren und lässt ein paar Pakete fallen für uns. Ja, das sieht eigentlich ganz cool aus, muss ich sagen. Hier liegen sie. Und das passiert jetzt natürlich nichts mehr. Wenn ich jetzt noch irgendwas mache, dann passiert nichts mehr. Aber trotzdem finde ich trotzdem ganz cool. Finde ich trotzdem ganz cool, dass Supercell das gemacht hat. Ja, es gab es ja vor 2 Jahren, glaube ich, ne? War es, glaube ich? Ne, nicht vor 2 Jahren. Weihnachten 2013 gab es, glaube ich, den Center Strike. Ich glaube, ein Jahr davor gab es ja den Zauber. Und 2013 gab es, glaube ich, den... Wenn ich mich vertue, dann müsst ihr mich verbessern. Auf jeden Fall, das war Nummer 1. Nummer 2 ist in natürliche Verteidigung. Das muss ich jetzt mal eben raussuchen. Wollen wir denn natürliche Verteidigung? Natürliche Verteidigung ist hier. Und was ist in dieser Map Besonderes? Bei dieser Map Besonderes ist das Lager hier unten. Das ist normalerweise gefüllt. Ich habe es schon einmal gemacht. Und was passiert? Das gab es vorher nicht. Und was passiert, wenn ich jetzt hier Truppen dran setze? Ah, genau. Die Teslas kommen. Die Tesla, Entschuldigung, ohne S. Die Tesla kommen raus. Die Tesla kommen raus. Wahrscheinlich so eine Antwort von Supercell auf die ganzen Leute, die ihre Rathaus immer mit Teslas beschützen. Deswegen haben sie jetzt mal einfach gedacht, komm, verarschen wir die Leute mal und stellen hier mal ein paar Tesla an das Goldlager dran. Ja, die sehen wir auch alles neu gemacht hier. Wir sehen das, die Gebäude sehen anders aus jetzt hier, ne? Die Mauern ja sowieso, hatten wir schon drüber gesprochen. Das war also Easter Egg Nummer 2, die Tesla an dem Goldlager bei natürlicher Verteidigung. Ich werde das auch gleich nochmal zusammenfassen, wo die einzelnen Sachen sind. Das dritte, das habe ich selber noch nicht gemacht, das muss ich mal eben schauen, wo ich das denn finde. Im Original hieß es Red Valley, das heißt, es wird wahrscheinlich Rattental oder sowas, denke ich mal ungefähr. So den Dreh wird es wahrscheinlich heißen. Rattental, hier ist es doch. Rattental ist das dritte. Ich werde auch gleich nochmal alle nachgucken, wo nochmal Loot zu holen ist. Das wurde ja anscheinend auch geupdatet. So, Rattental. Was ist im Rattental? Im Rattental ist eine Bombe versteckt. Und zwar da, die Kürbisbombe ist versteckt worden. Ja, ich habe sie jetzt nur leider nur einmal ausgelöst. Aber wir können sie nochmal auslösen. Vielleicht geht's ja nochmal. Vielleicht kann man sie immer und immer wieder erstmal auslösen, bis sie... Wahrscheinlich war dafür auch die kurze... Wartungspause gestern noch, ich weiß es nicht. So, Rattental, wo bist du? Rattental, Rattental, Rattental. Da, Rattental, wir gucken nochmal nach. Also wenn man noch ein bisschen Loot holen könnte bei den Einzelspielermissionen, wäre das natürlich auch nicht verkehrt. Nehme ich natürlich dann auch gerne mit. So, ganz nah reinzoomen. Und wir setzen jetzt einfach mal noch einen Barbaren. Ja, da ist sie nochmal. Bam. Die gute alte Kürbisbombe. Ich weiß gar nicht genau, in welchem Update die war. Natürlich Halloween-Update. Ich glaube, könnte 2013 auch gewesen sein. Oder vielleicht, ja, muss glaube ich 2013 gewesen sein. Ja, das war auf jeden Fall, das waren die Easter Eggs, hoffe es hat euch gefallen. Ich bilde mir natürlich eben noch einen kleinen Zauber aus. Und dann werfen wir mal eben noch einen Blick auf die Einzelspieler-Missionen. Eben gucken, ob jetzt hier noch sonst irgendwo was zu holen ist. Es sind tatsächlich nur in den wenigen Missionen schien noch Loot zur Verfügung zu stehen. Ansonsten sehe ich nämlich jetzt hier nichts. Komisch. Hier ist nichts. Noch Logangebot. Aber das kann ja auch nicht sein, dass ich da... Ich habe ja alles mit 3 Sternen gemacht, von daher. Warum sollte ich da Loot übersehen haben? 30.000, okay. Ja.
es gibt überall noch Loot. Sehr geil, sehr geil. Es gibt überall noch Loot zu holen. Finde ich doch mal sehr cool. In vielen Missionen gibt es wieder Loot. Sehr schön. Gibt es bei den Kobold-Missionen wieder neuen Loot? Ja, muss ja. Ich habe 3 Sterne geholt. Also von daher, wenn man 3 Sterne holt, hat man auch den Loot geholt. Von daher kann es ja nur so sein. Ansonsten wäre das ja sehr schwachsinnig. Finde ich aber echt ganz cool, muss ich sagen, dass es jetzt wieder die Möglichkeit gibt, ja, dadurch noch ein bisschen Loot zu holen. Weil ich jetzt auch hier nichts finde. Ich bin in Kristall 1 und der Loot, ich sag mal so, der Loot ist nicht so ganz so, wie ich mir das wünsche. Ah, doch, hier kriegen wir doch ein bisschen was. Aber bei, nee, kriegen wir nicht. Was laber ich? Hier gibt's gar nichts. Gibt's weniger als nix, gibt es hier zu holen. Ja, momentan, irgendwie weiß ich auch nicht. Nicht so das Glück ist mir nicht so heute. Deswegen sage ich mal eben, wir machen einen kleinen Cut, damit wir einen Angriff sehen hier in dieser Folge. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich hoffentlich ein bisschen Loot gefunden habe. Na gut, bis gleich. Größter Loot, den ich seit Stunden habe, ist das tatsächlich der größte Loot. Rathaus 9, Joker, von einem arabischen Clan. Wir sehen einige, okay, er hat zum Glück, das ist doch schon wieder. So, na, endlich, na, wollte ich schon sagen, nochmal. Ach Mann, das ist echt, momentan geht auch echt alles schief, ohne Scheiß. Ach, Leute. Momentan geht alles schief. Und ich muss mal gucken, dass ich jetzt hier noch ein paar Truppen setze. Und damit wir ein bisschen Loot bekommen. Ja, die Riesen gehen natürlich relativ schnell down. Ist auch klar. Ist auch klar. So, kriegen wir hier noch was offen vielleicht? Ach, Mann. Die Angriffe aktuell sind unter aller Kanone. Und ich will einfach mal versuchen, dann noch ein bisschen was rauszuholen an Loot. Die Königin von ihm ist jetzt glücklicherweise tot. Ich fange jetzt mal an, die Truppen hier schon mal so ein bisschen in einem Winkel zu setzen. Und gucken, dass wir ein bisschen Loot holen. Noch hier ist auch noch was an Loot. Nehmen wir auch noch einen mit. In der Mitte sind noch 2 X-Bögen. Ich habe meinen König noch, ich habe meine Königin noch. Ich würde mal sagen, ja, der Turm ist zum Glück down. Das heißt, wir können mit dem schon mal von da anfangen. Ah, ich kriege den Liga-Bonus, ein Glück. Ich kriege den Liga-Bonus. Oh, er hat noch Clan-Truppen. Er hat aber auch noch ein bisschen Dunkles und er hat noch, was für mich eigentlich noch ganz wichtig ist, er hat noch ein bisschen Elixier. Das will ich auch noch ganz gerne haben. So, König gegen König. König gezündet. Königin wird sich dann auch noch drum kümmern. Ja, König geht erst weg. Auch geil. Der König geht erst weg. Na gut, dann mache ich den König jetzt halt sofort kaputt. Zum Glück habe ich die Barbaren noch dabei. Ja, Riesenbombe. Sehr geil. Macht meinem König jetzt allerdings nicht ganz so viel. Ja, den König lasse ich mal schön tot gehen. Komm, wir haben noch Clan-Truppen. Oh, ich hab Ballons in der Clanburg. Ich wollte vergessen, dass ich noch Ballons in der Clanburg habe. Okay. Ich lasse beide tot gehen. So, was macht die Königin noch? Die Königin sollte sich jetzt doch irgendwas. Hat er denn noch irgendwo was? Ja, er hat noch was in der Clan. Er hat noch was in seinen Lagern drin, natürlich. Ah, die Königin ist kaputt. Ja, da hast. Ah, genau, die hatte ich mir ja noch geholt. Stimmt, die hatte ich mir doch noch geholt für den Luftfeger zum Testen. Na gut, aber mehr Loot ist aktuell wirklich bei mir nicht drin, muss man sagen. Weiß ich auch nicht. Das ist einfach so. Vielleicht habe ich morgen wieder Glück. Das ist ja von Tag zu Tag unterschiedlich. Ach, Ballons sind, wenn man Ballons fordert. Dann darf man sich auch nicht wundern. 3-3 Barge ist unser neuer Vorderstandard, sag ich mal. Das heißt, bedeutet 3 Barbaren, 3 Bogenschützen, weil man ja mittlerweile bei uns 6 Truppen spenden kann, weil ja unser Clan auf Level 4 ist. Ja. Würde ich sagen, sind wir am Ende. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und schreibt mal in die Kommentare rein, ob ihr denn die Easter Eggs auch schon gefunden habt. Und was ihr davon haltet vor allem. Was haltet ihr von den Easter Eggs? Gefallen sie euch nicht? Habt ihr sie schon probiert? Das hört sich so an, als hätte man sie schon gegessen. Habt ihr sie schon ausprobiert? Und ja, dann sage ich bis morgen bei einer neuen Folge. Let's Play Clash of Clans mit mir, Fred. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Abonnieren nicht vergessen. Und dann sage ich tschüss.